Was macht ihr denn hier? Jetzt habe ich euch doch gesagt, Leute, geht raus. Und jetzt treffe ich euch am Bildschirm. Ich lasse euch das jetzt nochmal durchgehen. Jo, aber wenn ihr schon mal da seid, ja, ich nehme euch jetzt mal mit. Wir gehen heute auf die Lüttispitz, auf den Lüttispitz, nicht auf die Lüttispitze, auf den Lüttispitz, glaube ich. Ich habe ein Wetter ausgesucht, bei welchem wir zu 98,37% keine Leute treffen werden. Es regnet die ganze Zeit immer wieder. Jetzt die nächsten eineinhalb Stunden ein bisschen mehr. Aber immer nur stoßweise, von dem her perfekt. Am Nachmittag oder ab 10 Uhr, glaube ich, haben wir einfach bewölkt. Jo. Na eben, wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr ja gleich mitkommen. Also, quatschen wir nicht lang rum. Auf geht's! Man wird hier wirklich permanent beobachtet. Juhu! Hab dich gefunden!
Oh. Also der Weg hoch ist ziemlich unspektakulär. Da habe ich schon gedacht, so, nee. Aber ich muss sagen, so die letzten 200 Meter, sobald man über die Kuppe auf den Grat kommt, wow. Also ich muss sagen, das lohnt sich wirklich. Der Lüttispitz ist 1900 irgendwas hoch. Bei knapp 1000 Meter parkiert man. Ja, ist ziemlich unspektakulär, wie gesagt. Das meiste ist Straße und ja, Weideland. Und ja, aber ich muss sagen, die letzten 200 Meter reißen das wirklich noch raus. Und ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. Also der Ausblick hier ist wirklich Hammer. Eben, und er ist noch nicht mal 2000 Meter hoch, gell? Ja, ganz alleine. Also da lohnt es sich, sich ein Wetter auszusuchen, das nicht so ideal ist. Aber aufpassen, es ist mega rutschig. Also mich hat es zweimal auf die Fresse gehauen. Ja. Kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Ist wirklich wow. Ja, dieses kleine Stückchen hier oben, das sind die 100 Meter darüber und dann ein kleines Stück runter. Das haut das ganze andere raus. Also, die Empfehlung habt ihr. Hüpft bei Gelegenheit mal hoch hier. Lohnt sich. Da hinten sieht man noch den letzten Regen vorbeiziehen. Da unten ist der schreckliche Kasten bei der Schwäbische Alb, den sie hingestellt haben. Da gehen wir jetzt gerade noch zurück. Die Strecke irgendwo da unten habe ich parkiert. Jo. Na dann, Leute, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, hüpft drauf. Wir sehen uns das nächste Mal. Hey Leute, nur noch schnell eine Empfehlung von mir. Wenn ihr bei Regen unterwegs seid, unbedingt gutes Schuhwerk. Vor allem, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, wo es Erde hat, da rutscht ihr herum wie nix. Also, und wenn ihr dann mit Turnschuhen unterwegs seid, ja, das ist ziemlich sinnlos. Und außerdem empfehle ich Stöcke. Vor allem beim Abwärtslaufen da so. Weil die Rutschgefahr ist schon extrem. Und sonst ja, einfach mehrheitlich in der Wiese laufen. Boah. Mehrheitlich in der Wiese laufen. Aber auch das hat seine Tücken. Und jetzt wieder oben, da ist es verwachsen. Da ist es nicht empfehlenswert zu laufen. Ja, einfach gutes Schuhwerk ist im Allgemeinen eine gute Empfehlung. Okay, man sieht sich.
paar Minuten später.